Shoot me! Holy crap! I don't want to talk to you, so shoot me! What's wrong with him? You said communication is the key to collaboration. This is what communicating looks like, okay? Shoot me! I'm pivoting, damn it! Well, I'm glad to see you're so eager, young man. Communicate this. Ow! Joan, you were eliminated! Oh, no, no. My other arm was eliminated. It's tough to use my offhand, but victory was worth it. I win. That's not how battle royales work. Cowards! All of you! Cowards! Joan had come on. Wait! Joan's the winner? The winner was the first to reach you. And shoot me? That part I did for fun. All of you are whiny baby developers. You make games for babies! But now that I'm champion, I can propose my pivot idea. Oh, let's hear it. Otters. 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 Otters? Otters. River otters? Oh yeah, river otters? Sure. Why otters? Oh, otters are next year's kitten. Let's get ahead on the cuteness trend. I like the cut of your jib, Joan. We'll at least give it a battle royale name. I don't think we can get away with that. What's up? Yeah, legally we can. Will there be a lot of otters? There can be as many as we want. It'll be cute overload. Oh, people will love it. Otter, we are legends. Feeding goats. Na toll. Was tun wir hier? Ach so. Bei dem den Hai ausweichen. Ja. See you next episode. Okay. Leaderboard 6. Person of refined taste. Okay. Chris Zukowski. Aha, okay. Gut, So, willkommen zurück. Episode 4. Staffel 1. Staffel 1 schaffen wir heute doch noch, oder? Das kriegen wir noch gebacken. Das machen wir heute noch. So, 3 out of 10. Episode 4, Staffel 1. Let's go. Wir spielen weiter. Thank you for being an asset to our company. Na dann. Starten wir die vorletzte Episode. Let's go. Which one of you did this? Which of you talentless hacks messed with my art? Calm down. We'll figure it out. Only blood can pay for this. Heads will roll. Tongues will be shorn from mouths. Guys, keep it down a little. People are trying to focus. Francine, you're the HR person. Do your job. I demand vengeance. Viper, whatever's going on here, I really don't care. You might want to check the latest build, Francine. I have to. Play it. Words cannot describe this atrocity. Okay, okay. Fine. Oha, spielen müssen ja. Ein weiteres neues Spiel. Und ein altes Spiel. Was neu aufgelegt wurde. What's the problem? It looks fine. It looks fine. It looks fine. I'm surrounded by savages. Ah! Did you see the shark? Someone swapped it for a shiny next-gen 3D model. I didn't know our game could look so good. No, not good. This is an artistic disgrace. You did this, didn't you, Kevin? I don't even know how to open a 3D modeling program. You downloaded it from the internet. From some random asset market store or something. Dude, there's nothing wrong with asset markets. You don't want to have to rebuild the same generic desk every game. I'm above building desks, thank you very much. I meant like a general you, like all you artists. Shows how much you know. It only starts with a desk. Then, one day, it's your main character. Next thing you know, you're addicted to this stuff, and your game is nothing but stock photos and pre-made environments and royalty-free sound effects, and then all the stock assets rebel against their masters and harvest your organs, and I've seen it happen! Hey guys, nice work on the new shark, Viper. Looks neat. Gah! I'm gonna go floss my eyeballs. You'll get used to it, Viper! Yeah, he'll be fine by tomorrow. Still, the art didn't just update on its own. I don't know, sharks are pretty mysterious. Let us demystify this mystery, Pylon. You all knock yourselves out, I've got a meeting with Jeb. Okay, jetzt spielen wir sie mal endlich. I don't really want to play this thing again, but I guess I'm gonna. Ich wollte gerade sagen, ich will doch spielen. Verdammt. Oh, ein Otter. Bin ich sondern nicht gut in diesem Game, aber okay. Auch hier gibt es Achievements. Daher sieht nicht schlecht aus. Passt irgendwie nicht, aber ja, was soll's. Sieht doch gut aus. Okay. Zum Boss müssen wir mit ihm reden. Immer noch 3 von 10. Was steht hier? More of Kevin's scribbles. Okay, reden wir mit dem Chef. Hey Jeb, you wanted something? Yes, there you are. So, we have some guests coming by later this week. Important executives with even more important money in their wallets. Yeah, so? So, I need you to spruce up this office a bit. We're looking drab and too officey. We need to look hip or artsy. This place needs to look so artsy that these people leave Friday feeling culturally outmatched, but ultimately warm and gooey about us. Friday? Like 2 days from now? Look, it's okay because I know you're good at your job, and 2 days is a lot of time. It's not like tomorrow morning. 2 days to pick out, assemble, and rearrange an entire office from scratch. All for some dog and pony show you gotta do? Why don't we spend that time on the game? These people are investors, Francine. They don't care about the game. They care about fancy, uncomfortable furniture and resin statues of things from our game. We don't have any resin statues from our games. Well, then resin statues from someone else's game. They won't know the difference. With no time. Really, Jeb? Like, really? What's my budget? Just make sure everything has a good return policy. You know. And keep positive. This is a growth opportunity. Right. So, 2 days. Das wird stressig. So wird das aber nichts. I can do this. I'm gonna make the best damn redecorated office ever made. Morning, Ben. Lovely day, isn't it? Morning, Joan. Yeah, holy shit, man! What the hell? Y'all know there's a big-ass dinosaur in the middle of the office? Not now, Ben. There's a mystery to solve. Detective Pylon shall emerge victorious. Yeah, Francine brought that in a few minutes ago. She's got a truck full of stuff outside. Damn it. If it's not one thing, it's another. Hey, Francine, do you know anything about the dinosaur? It's kind of blocking my desk. Oh, yeah, sorry about that. Impulse buy from the checkout aisle. We can move your desk. You mean move the dinosaur? I didn't buy that thing to put it halfway across the office. I bought it to sit next to it. Hey, help me get some stuff off the truck. There's more? Yeah. I just discovered the most amazing store ever. You won't believe how cheap everything is. Now hop up here and help. Okay, I noticed the truck. Minispiel. There's a crap ton of stuff in here. Yeah, it's not all going to the office though. I'm telling you, you haven't lived until you've seen. Ich hasse solche Spiele. Das krieg ich niemals hin. Okay, die grüne Kiste müssen wir da hinbekommen. Okay. So, vielleicht kriegen wir das jetzt hier irgendwie so hin, dass wir hier... Wenn wir das dorthin schieben, dann können wir doch bestimmt... Das wird übel. Okay, schon verbaut. Sie kann auch noch was machen. Okay, das ist ein Paket. Also nur von dort kommen und das dann hier an bis nach oben und nach unten. Und dann steht die Kiste im Weg. Nach hinten können wir sie nicht schieben, weil da können wir sie nicht mehr wegbewegen. Können wir die Kiste vielleicht nach hinten schieben? Also, dass wir das so machen. Okay, okay. Hier steht sie nicht mehr im Weg. Aber dahinter geht es jetzt sowieso nicht lang. Also wir müssen die Kiste auf jeden Fall irgendwie okay, das können wir nicht bewegen. Das ist auf jeden Fall in die Richtung schieben. Und da können wir jetzt sowieso nichts anderes machen als jetzt von hier zu schieben. Okay. Okay, aber wie kommen wir jetzt dahinter, um die da, um das dort so hinzuschieben? Denn wir kriegen die drei hier irgendwie weggeräumt. Okay. Okay. Das könnte eine Lösung sein. Okay. Sehr schön. Stage completed. Und weiter geht's. Aber wei. Die zwei Kisten müssen wir dorthin bekommen. Und wir die da hochschieben. Okay, für das eine müssen wir nur die eine Kiste wegkriegen. Das kriegen wir hin, wenn wir hier... Und wir schaffen das jetzt hier irgendwie. So, dann haben wir die eine schon weg. Okay, okay. Okay. Jetzt müssen wir das irgendwie so schieben, dass es da lang passt. Ich würde mal vorschlagen, so hier. Erstmal so. Wenn wir sie noch die hier schieben kann. Jetzt können wir das aber nicht mehr wegschieben. Von der Wand kriegen wir es auch nicht mehr weg. Damit müssen wir das nochmal von vorne machen. Wie war das nochmal? Ich glaube, so haben wir es gemacht. Die Sachen hier verschieben. Okay. There we go. Okay. Er steht im Weg. Okay. Okay, das hätten wir. Seriously? Did you really have to put the lamp all the way in the back? Jetzt müssen wir das eine irgendwie darunter schieben. Wenn wir das darunter schieben, müssen wir die zwei Kisten wegräumen, dann können wir es dahin schieben. Müssen wir das irgendwie. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Kriegen wir die beiden Kisten hier irgendwie weg. There we go. So, dann schieb mal. Okay, dann muss die noch weg, dann können wir das dann und dann. Okay, vielleicht so. Die Kiste noch weg. Warte, die Kiste hier noch weg. Jetzt kriegen wir das nie wieder raus. So, hier. Die Kiste nach unten. Dann müssen wir die noch da hochkriegen irgendwie. Jetzt haben wir uns aber hier irgendwie jeden Weg verbaut. Können wir das noch retten, indem wir hier... das wird, glaube ich, nichts. Jetzt haben wir uns hier den Weg verbaut. Wenn wir das jetzt nach oben geschoben hätten vorher, dann hätte das jetzt super geklappt. Hold Shift. Okay, das kriegen wir hin. Die zwei Kisten müssen da weg. Machen wir das erstmal so. Verdammt. Alright. Jetzt müssen wir dann denken, dass das nach oben schieben, dann können wir das einfach durchschieben. Jetzt können wir die einfach bis auf den Platz hier durchschieben. Haben wir das gelöst. Okay. Sehr schön. Do we need any of this stuff? That's not the point, Ben. Come on, act American. Really, come on. A knife with dinosaurs? I could have gotten the 18-foot one. Okay. Hier machen wir es dann am dürfsten. Wenn wir die Kisten jetzt wegräumen. There we go. Hat wahrscheinlich nicht dran gedacht. That won't work. That won't work. Und jetzt hier fest. Okay, ich will das nicht aufgeben. Das ist den hier. Kann sie doch bestimmt. Alright. Mit den dorthin schieben, dann können wir hier nichts machen. Okay, ich würde sagen, den. Nein, das war zu weit. Den so. Jetzt müssen wir den nur von dort oben runterschieben können, dann können wir den einmal. Also müssen sie irgendwie da rauskriegen. Dann kriegen wir sie da raus. Müssen wir erstmal von dort den. Kommt sie da überhaupt raus? Kriegen wir da irgendwie überhaupt die grüne Kiste raus? Ich sehe es gerade irgendwie nicht. Wenn wir das nach hinten schieben. Ich sehe gerade keine Option für sie rauszukommen und die grüne Kiste zu tragen. Okay. Aber wenn wir jetzt erstmal das machen, können wir hier einfach rundum herumlaufen. Jetzt müsste er eine grüne Kiste reinbringen. There we go. Zwei grüne Kisten und die dritte. Wir können ja leider nichts. Wir können nichts schieben, aber wir können nichts ziehen. Doch, wenn wir das jetzt hier drücken, dann kann sie ja hier rausschieben. Da muss ich mich hier hinstellen. Kann dann hier das runterschieben und dann können wir das. Muss nur die Kiste noch wegstellen. Können wir das hochschieben, das müsste klappen. So, hier einmal rum. Scheiße. Wir hätten vorher die Kiste von oben wegschieben müssen. Hätten wir da hinten hin und wir hätten uns vorher hinten hinstellen müssen. Okay. Machbar, Herr Nachbar. So, wie haben wir das jetzt gemacht? Okay. Haben wir Bahn frei. Schon verbaut. Zuerst die Kiste, dann die Kiste. There we go. Okay. Something's blocking. Okay. There we go. Ich muss mir mal merken, wie ich das mache. Da komme ich nicht mehr zurück. Was, wenn ich den hier hochschiebe, den hier da reinschiebe? Okay. Dann kriegen wir den nicht mehr weg. Oh mein. Ich könnte es jetzt auch skippen. Bin noch am Anfang der Story. Der vierten Episode. Okay. Ich kann einfach mal weitermachen, wenn ich es jetzt nicht hinkriege. 2 habe ich ja schon geschafft. Noch ein bisschen Story zeigen. Okay, hier kommen wir durch. Die Kiste dahin. Okay. There we go. There we go. Okay. Stehen die Kisten hier wahrscheinlich blöd. Sie müssen jetzt nur die einen nach hinten schieben, dann kann sie das. Kann sie auf jeden Fall schon mal. So war das. Dann kann sie hier die Kiste schieben, wir stellen nur Ziel hin. So war die Mission. Wir gehen schon mal rüber und stellen uns dahin. So, wenn sie jetzt das rüberschiebt, muss dann noch hochschieben, dann bin ich schon hier. Wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir das hier nämlich auch geschafft. Nein. Nicht resetten. Sehr schön. Komplett. Geschafft.